Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Und wir beginnen mit der Folge Nummer 8. Stranded, Alien Dawn und wir möchten ganz gern Hope beschützen. Wenn die Akustik noch nicht stimmt, dann liegt es daran, dass das Zimmer hier noch ziemlich leer ist um mich rum. Aber das kommt, also macht euch keine Sorgen. Die Sprachqualität wird wieder so werden, wie sie war. Wenn es ein bisschen schallt, es liegt am Umbau. So, aber jetzt genug vom Umbau. Jetzt geht's hier mal los mit, ich würde sagen, wir rüsten uns. Wie die rüstigen Rentner. Und nachdem wir dann hier dieses tolle Labyrinth gebaut haben, was unheimlich wichtig ist für uns, werden wir uns weitere Geschütztürme hinbauen, diese Typen hier vorher mal wegplündern. Und all diese Sachen machen. Ich bin mal gespannt. So, woran hängt's? Ich weiß nicht, woran es hängt. Es hängt daran, dass hier eine sitzt. Ist die Lara und eine kocht. Ist die Hope, das ist okay. Ken schläft. Und was haben wir hier an Planung am Start? Ich muss mal gucken. Wir haben geplant. Optimierung Ballon, okay. Schneiderei, Kühlschränke. Okay, also Optimierung Ballon ist wirklich wichtig. Das ist tatsächlich richtig so. Das muss auch sein. Aber wir brauchen vielleicht ein paar mehr von diesen Alien-Beinen oder so. Dass wir mehr Treibstoff machen können. Naja gut, wir werden sehen. Also vielleicht sollten wir uns tatsächlich erstmal im Thema Winter festhalten hier, dass wir das Dach fertig kriegen. Und somit würde ich sagen, schicken wir Ken weiterhin schneiden. Aktivität Ken schneiden ist er. Und die Kana soll weiterhin bauen. Richtig. Also wenn Ken wieder wach ist, schneidet er, die Anna baut und die Sache passt. Und Hope geht auf jeden Fall erstmal plündern. Plündern. Hope. Die Lara ist auf Plündern 1 hier. Ja, ich verstehe. Die sind aktiviert. Den nicht. Okay, dann warten wir, bis es jetzt fertig hat hier. Dann mache ich ja Werten aus. Dann geht sie rüber und plündert die Roboter. Denn die müssen natürlich weggemacht werden. Die liegen draußen im Dreck. Und wenn da was Schönes drin ist, sind wir nachher die Blöden. Und das wollen wir nicht. So. Verwerten stoppen. Und sie geht plündern. Alles klar. Wenn sie erstmal rausgeplündert hat. Oh, pardon. Wenn sie erstmal rausgeplündert hat, dann wird natürlich Folgendes passieren. Dann werden die direkt hier quasi das Zeugchen legen. Also sie plündert es raus, legt es auf den Boden und dann kommt hier die Drohne angeflogen und holt den Scheiß ab. Das ist eine riesen Erleichterung. Und da haben wir auch gesagt, wir sagen, liefern macht keiner mehr, sondern liefern macht nur noch die Drohne. Und das passt auch. Der Angriff ist vorbei. Wir können mal hier den Turm ausschalten. Und erledigen. Macht Hope danach den Turm aus. Schalter erledigen. Ja, erledige meinen Schalter. Oh, wir haben noch eine. Geil. Sehr geil. Wir haben noch eine Knarre gefunden, richtige. Gucken wir nochmal rein. Was wir da am Start haben. Kampf. Mal gucken wir direkt den Charakter rein. Hier. Kampf 0 gleichgültig. Und Lara ist Kampf 0 und ein bisschen was, aber nicht gleichgültig. Das heißt, die bekommt dann das Gewehr. Alles klar. So, die Drohne holt den Kram. Die fliegt durchs Tor, habt ihr gesehen? Die Drohne macht das Tor auf und zu. Sehr geil. So, was gibt's hier noch Schönes? Neue Waffe, Laserschwert. Tatsächlich, einer hatte ein Laserschwert, ihr erinnert euch an das Laserschwert von dem einen Vogel da. Ach du Scheiße. Ich leide nun bereits seit einiger Zeit unter leichtem Muskelzittern, Kopfschmerzen, ach du Scheiße, Verwirrung und einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Mit Ausnahme von Gehirnparasiten konnte ich alle behandelbaren Ursachen ausschließen. Ich könnte versuchen, mir ein Gift zu mischen und es mir selbst zu verabreichen, um die Parasiten abzutöten. Aber es besteht ein geringes Risiko, dass ich bleibende Hirnschäden davon trage. Versuche, es erfordert 5 Medikamente. Ich versuch's. So. Kranke Überlebende benötigen ein Bett.
indem sie von einem anderen Überlebenden behandelt werden können. Medikamente können ebenfalls für Behandlung erforderlich sein. Du kannst bei einem Überlebenden über einen direkten Befehl auftragen, sich selbst zu heilen. Wähle die Überlebenden aus und benutze die rechte Maustaste über ihm direkt Befehlsmenü zu öffnen. Okay, gut. Entdeckung, Rauchblatt. Rauchblatt haben wir jetzt gelernt. Das haben wir quasi erforscht. Das ist auch okay. Tee forschen, Tee kochen, ist klar, wegen Rauchblatt. Kana hat Baustufe 8 erreicht, das ist sehr gut. Wir haben ein paar Dinge geplündert, hier wieder eine CPU. Und die Ausrüstung wird alt und schlecht. Wir sind dran. Ich verspreche, wir sind dran. Wir bauen uns mal eine Unterkunft, und zwar eine schöne, wunderbare Holzdecke. Haben wir die schon? Haben wir schon geplant. Alles klar, Holzdecke ist geplant, wir müssen nur noch bauen. Kana heilt Ken, wartet auf Behandlung. Jetzt die Frage, welche Medikamente werden denn dafür gebraucht? Denn wir haben ja nur Erste-Hilfe-Kästen. Wenn ihr mit erst 5 Erste-Hilfe-Kästen das hinkriegt, bin ich glücklich, absolut glücklich. Ansonsten müssten wir noch mehr Fässer machen. Und müssten... Hier ist Gemüse übrigens drin. Und müssten dann... Naja, ihr wisst schon. Antibiotika, Antibiotikum machen. Da gucken wir mal rein. Das machen wir vielleicht auch. Holz... Stellen wir hier vor die Tür. Hier können wir schön Fässer sammeln. Ein Fass, zwei Fass, drei Fass. Okay. So, die Drohne ist wirklich ihr Geld wert. Die Batterien sind voll. Ich würde mal vielleicht noch eine weitere Batterie hinbauen. Kopieren. Umdrehen, dass es schön gleichmäßig aussieht. Und platzieren. Na, so viel Strom, wie wir jetzt haben. Wäre gut, wenn wir das mal auch, ja, anständig nutzen könnten. Ken schläft, nee, Kana schläft. Kana hat Heilung 2 erreicht, das heißt, sie hat Ken sehr wahrscheinlich gesund gemacht. Inspiration, Gehirninspiration. Ja. Ich würde sagen, dem geht's gut. Es ist dunkel, ja, das Dunkel ist ja eben so eine Sache im Wald. Wo ist er denn? Ja, er schneidet im Wald, da kann ich ihm nicht helfen. Doch, ich kann ihm helfen. Wir könnten ein Nachtsichtgerät bauen. So, die Werkzeuge. Einmal auf Lager, also immer eins auf Halde halten. Haben wir. Die haben aber alle Werkzeuge einstecken, meine ich. Jawohl, jawohl. Ja, und die hat kein Werkzeug, weil die schneidet auch nichts. Das ist okay. Was haben wir noch? Verbände, ist klar. 10 machen. Wartet auf Material. Okay. Da ist noch nichts gebracht worden für Verbände. Keiner baut Verbände. Okay. Bauen. Ja gut, dadurch, dass die Häuser zu bauen sind, die ganzen Sachen, ist da einfach momentan zu viel los. Verstehe ich auch. Bauen 1, bauen 2. Ja, die kann nur das bauen, deswegen ist es natürlich schwierig. Verstehe ich. Alles klar, lass mal sie schlafen, bis sie wieder wach ist. Und dann sehen wir gerade weiter. Die Drohne holt. Das ist okay. Entdeckung Siliziumvorkommen. Der glänzende Stein, den Lara studiert hat und kurz vorm Nervenzusammenbruch stand, beinhaltet etwas Silizium, das wir abbauen und für die Produktion von CPU-Kernen und anderen fortschrittlichen elektronischen Komponenten verwenden können. Abbau von Silizium aus Siliziumablagerung. Okay, das ist gut, aber wir haben ja auch die Siliziumblume da hinten und das Silizium wird hier, glaube ich, nicht schlecht. Ne? Ich gucke mal gerade hier nach. Wo ist denn Kana? Die schläft immer noch. Okay. Hier ist Silizium drin. Draußen ein Jahr unter Dach unbegrenzt. Das heißt, wenn hier erntbar ist, ernten wir natürlich. Weil wir einfach hier dann tatsächlich den Scheiß abziehen. Erntbarer Ertrag. 110 von 200. Das heißt, hier ist vieles noch nicht ganz fertig. Naja, gut. Also das gesamte Feld wird 110 bringen von 200. Wir lassen jetzt einfach mal das noch wachsen und hoffen, dass wir tatsächlich schnell genug hier unser Dach fertig kriegen, unser Haus und unser Dach. Aber wir gucken mal, Kana möchte was essen und danach, was hat sie vor? Nichts. Danach hast du Holzbretterdecke bauen. Das ist danach dein Job. Und das wird sie auch tun. Ich hoffe es für sie. Oh, hat er schon die Wände gut gebaut? Nicht schlecht. Habe ich gar nicht gesehen. Gut. Okay, weitermachen, sag ich nur. Der interessante Felsen enthält ein metallisches Erz, das wir abbauen und zur Legierung
verhüten können. Verhüten. Abbau von Erz aus Erzablagerung. Funktioniert auch. Wir können jetzt also Erz quasi ablagern. Oh. Expertise. Ich habe kürzlich das Space Web durchstöbert und eine ausreichende Anzahl an kostenlosen Unterprogrammen gesammelt. Die hat quasi Apps geklaut. Wie früher. Mit, keine Ahnung, was war das? Dem Esel da, diesem Eselprogramm. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Ich kenne alles. Alles kenne ich auswendig, aber naja, ihr wisst schon. Es war nicht erlaubt. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe viele gesehen, die das angeblich gemacht haben. Egal. Ausreichende Anzahl an kostenlosen Unterprogrammen gesammelt, um eine detaillierte Datenbank für eine bestimmte Fähigkeit zu erstellen. Diese Datenbank würde es mir ermöglichen, Aufträge 2 bis 3 Mal oder sogar 5 Mal schneller auszuführen als erfahrene Menschen. Welche Art von Datenbank soll ich mit deiner Meinung nach genauer ansehen? Ach du Scheiße. Tja. Baudatenbank, Kochrezeptdatenbank, Fertigungsdatenbank, Farmdatenbank, Sammlerdatenbank, Medizindatenbank. Da wir sie abgestellt haben zum Kochen, würde ich sagen, machen wir auch Kochrezeptdatenbank. Ja, siehst du die Köchin hier? Die Köcherin, Kochen 1, Hope. Und das bleibt auch so. Also, was heißt, bleibt auch so? Das wird auch so. Und das machen wir auch genauso. So, was haben wir noch? Optimierung Ballon. Der Ballon ist jetzt in der Hälfte flugbereit. Fertigkeitsstufe erhöht. Lara hat genug. Oh, langsam machen. Hat Intelligenz 3 erreicht. Nervenzusammenbruchrisiko bei Ken. Okay, Ken, was ist los, mein Freund? Was ist? Was hast du für ein Problem? Gucken wir mal hier. Hungrig und schläfrig. Was? Hungrig und schläfrig? Wir haben doch aber Essen da. Gemüsesuppe, Fleischsuppe ist alles da. Darf sich nicht beschweren. So, ich würde sagen, wir machen es wie folgt. Wir brauchen Zimmer und Betten. Ich mache mal hier das Dach aus. Wir wissen, dass das Dach gebaut wird. Wände bauen. Also. Ein Zimmer. Zwei Zimmer. Drei Zimmer. Vier Zimmer. Fünf Zimmer. Sechs Zimmer. Das wären hier 6 Zimmer, die wir hinbauen können. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere man haben kann, aber ich sag mal, 6 Zimmer wäre nicht falsch. Da brauchen wir drin ein Bett, eine Tür. Also ein richtiges Bett. Ein Holzbett. Stoff oder Leder. Ermöglicht einen ausgeruhten Schlaf. Ausgeruhten Schlaf. Das ist alles ausgeruhter Schlaf. Warum soll ich denn dann wertigere Materialien nehmen, wie ich brauche? Ist ja Quatsch. So, also. Die Betten stehen immer links, würde ich sagen. Links, links, links. 3 Betten im Moment. Mal sehen, wer noch dazukommt. Und wenn wir jetzt hier Wände einziehen, müsst ihr eigentlich, wenn ich richtig liege, wenn ich hier eine Wand reinziehe, nochmal eins länger, vielleicht für noch eine Kiste oder für noch einen Ofen rein oder keine Ahnung, was da noch. Noch eins länger. So. Ziehen wir mal durch. Hier müsste ich mal sagen. 1, 2. Bis hierhin. Machen wir zu. Kacke, das war nix. Also bin ich halt. Abbrechen. Hoffe, ich mache es nicht kaputt beim Abbrechen. 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 So. Vielleicht ist auch zu klein, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Werden wir sehen. Also Bett, Bett, Bett. Hierhin. Und nochmal. Hierhin. Okay. So, also. Eingang. Von mir aus ein Ofen. Bett. Licht. Elektrische Wandlampe. 1, 2, 3. Die wollen Lampen haben, die kriegen Lampen. Licht und Wärme. Fenster. Wir brauchen Fenster. Unterkünfte. Doppeltür. Kleines Fenster. Hohes Fenster. Metall, nein. Nein, 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 auf keinen Fall. Auf keinem, ja, auf keinen Fall.
hölzernes Fenster, okay. 1, 2, 3. Ist die Batterie schon voll? Ja, die ist voll. So, okay. Dann brauchen wir Türen. Ich brauche mehr. Ne, ich brauche auch 5. Dann nehmen wir die schönere. 1, 2, 3. 3 Türen. Das kann abgebrochen werden. Ja, Holz ist übrig, klar. So, dann kann das alles da reingeklatscht werden. Die Lara baut ein Bett. Das ist ja geil. Baut Wandlampe. Das ist nicht schlecht. Die fängt jetzt an auch zu bauen. Das ist sehr gut. Einfache Dinge gehen wohl. Und die komplizierten Dinge macht dann die Kana. Das ist sehr gut. So. Und dann würde ich sagen, Heizung verbraucht 4 Strom. Haben wir doch. Erhöhe die Temperatur, solange sie eingeschaltet ist. Schon wieder Stromschlag. Gut, dann machen wir es so, wir setzen hier die Heizung rein. 1, 2, 3. So, Strom. Stromheizung. Ich weiß, nicht so toll, aus Strom Wärmeenergie zu machen, aber das sind jetzt so Glühdraht-Dinger. Das ist natürlich voll übel. Das ist ja keine Wärmepumpe. Aber wir machen es einfach mal und das sollte klappen. So, Nervenzusammenbruchrisiko. Ken ist klar. Ken geht mal jagen, würde ich sagen. Ken, du gehst mal was töten. Brummfliege, da hinten die Brummfliege. Mit Shift töten. Alles klar, er geht los, macht die kalt. Wie geht's dir denn eigentlich? Zeig mal. Eigentlich geht's ihm gar nicht schlecht. Er ist nur klatschnass. Aber im Grunde geht's ihm eigentlich ganz gut. Verstehe nicht, dass er sich nicht da so aufpusht jetzt. Denn er hat 20, 18, 10, 9, 9, 7, 6, 6 und nur einmal wegen klatschnass minus. Also warum hat er schlechte Laune? Kann ich nicht verstehen. Aber im Anschluss wird er auch diese Brummfliege jagen und dann auch diese Brummfliege jagen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nein, du jagst diese Fliege. Und jetzt jagst du noch die Fliege. Und dann wirst du 3 Brummfliegen schlachten. Sag mal, bist du schwer vom Begriff oder was? Scheinbar. So, jetzt haben wir es aber. Lass ihn erstmal laufen, bevor er Nervenzusammenbruch, der arme Kerl. So. Lara baut Heizungen. Die kann ganz schön viel, gell? Nicht schlecht. Wie sieht's hier aus? Verbrauch. Plus von 135. Wir haben 2000, weil wir 2 Batterien drin stehen haben. Und getrenntes Gerät, Heizung. Okay. Dann bauen wir nochmal einen weiteren Strommast. Hier hinten ans Haus, würde ich sagen. Wie ist er denn gerade? So ist er gerade. Dahin. Bam. So, dass wir das Haus anschließen können. Okay. Das will er kennen bauen. Das ist in Ordnung. Wenn sie sich drum streiten, dann ist das gut. 15 zum Fliegen. Expedition, wir gucken mal. Erkunden. Ansonsten gibt's nichts. Lara kriegt jetzt mal ein anderes Gewehr übrigens. Fällt mir gerade ein. So. Hope kämpft nicht. Okay, Hope kämpft nicht. Empfindungsvermögen ist bei 24%. Das ist soweit ganz gut. Und hier wird immer noch transportiert. Also die Drohne ist wirklich eine tolle Sache. Wenn wir jetzt auch eine Drohne hätten, die hier auch noch Material abbauen würden, das wäre natürlich noch schöner. Ah, apropos, es gab doch hier in den Forschungen eine Flakkanone. Oh, auch geil.
Ah, ist das geil. Eine Flakkanone. Das ist ein automatischer Türm. Hier, Abwehrbots. KI-Kern. 100 Stück. Suchen oder produzieren. Mhm. Hautborger haben wir erforscht. Daraus können wir aus diesen Blumen jetzt Leder bzw. Naturleder herstellen. Schneiderei ist erforscht. Gewitter ist erforscht. Da regnet es. Blizzardleiter machen uns Strom oder hauen uns die Gebäude kaputt oder alles, was drin ist. Getrennte Geräte 2, das ist die Heizung, das haben wir gleich erledigt. Und Ken hat Kampf 7 erreicht. Auch gut. So. Okay. Forschung. Kühlschränke werden erforscht. Solar ist jetzt nicht so wichtig im Winter. Wobei, in der Realität ist es so, herstellbar Antibiotika, das muss auf jeden Fall nach vorne. In der Realität ist es so, desto kälter es draußen ist, aber die Sonne ist da, also da und klar, das heißt so eine richtige Wintersonne, so ein richtiges Bam, das ist ziemlich gut für die Stromerzeugung. Die Hitze ist gar nicht so gut, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, haha, jetzt ist aber draußen knalle heiß, da gibt es viel Strom vom Solarfeld, ist nicht so. Es ist besser, wenn es kalt ist und dann ist viel Sonneneinstrahlung. Klar, dass dann im Winter die Sonne nicht so stark ist, das weiß ich. Und das ist auch so, dass die Sonnenstunden viel kürzer sind im Winter, das habe ich auch kapiert. Dennoch ist es so, es ist auf jeden Fall besser, wenn es kalt ist. So. Hat sowas mit den Innenwiderständen, elektrischer Leitfähigkeit und so weiter zu tun. Deswegen ist es wohl so, dass die besser produzieren. So, wir haben ein Herd. Wir wollen Herd arbeiten oder Elektroherd. Wenn er läuft, verbraucht er 10. Ja. Den würde ich doch mal bauen. Dann sparen wir jetzt dieses ganze Aufgefülle, nochmal Aufgefülle Elektroherd. So, wenn wir reinkommen, haben wir hier so eine Art Lobby. Und dann machen wir am besten gleich hier so eine Küche rein. Machen wir sie hier hin. Hier eine Küche rein. Batch. Ist das Haus angeschlossen? Ja, ist angeschlossen, deswegen laufen wir die Heizung. Gut, sie macht die Decke fertig, das hoffe ich auch. Ken schneidet, das ist auch sau wichtig. Es muss wirklich fertig werden. Jetzt wird jetzt gleich Winter und dann darf hier nicht gefroren werden. Geht auf gar keinen Fall. Ladies and Gentlemen, wir haben das zweite Geschütz am Start. Kontrollschaltkreis 10. Sogar direkt im richtigen Schaltkreis gelandet. Das nenne ich mal nicht schlecht. So, wir haben neue Sachen. Hope hat Kochen 1 erreicht. Sehr gut. Nicht genügend Stauraum. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Druck. Druck macht mir das. Ihr habt nicht genug Stauraum. Mhm. Dann bauen wir doch einfach noch ein paar von den Dingern hier hin. Das ist der Spaßbereich. 1, 2. Da drüben auch noch 2. 1, 2. Und hauen hier nochmal schnell die Lagerplätze rein. 3, ich weiß, ich brauche, wenn ich... Oh, seltsame Rufe. Bitte lach jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass mich irgendwas an einen Punkt jenseits des Horizonts ruft. Ein paar andere haben gemeint, sie hätten dasselbe erlebt. Eines haben wir alle gemeinsam. Wir sind nicht die Hellsten. Was? Menschen mit hoher Intelligenz scheinen immun gegen diese Rufe. Also, sollten wir dem nachgehen? Ja, natürlich, Rufstrom freischalten. Auf geht's, Attacke Schneeschuh, ab in das Ding. Expedition, Rufherkunft. Ja, Ken geht auf keinen Fall. Kana geht auch nicht. Wenn dann... Okay, Lara geht. Tschüss. An Tag 40 kamen diese Arschlöcher, die uns letztes Mal gekillt haben. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht mehr. Oder anders. Kopieren. So. Nicht genügend Stauraum. Was will denn gestaut werden? Holz.
Ja, die Drohne würde ich gerne das Holz wegbringen. Das Haus sollte jetzt auch bald fertig sein. Kana baut noch die Decke, die letzten Ecken. Da brauchen wir dann noch Licht, würde ich sagen. Licht. Elektrische Wandlampe. Hier. Und hier. Und vielleicht an die Ecke noch eine. Gut. Und hier. Alles klar. So. Kühlschränke. Kühlschränke erforscht. Das trifft sich sehr gut. In die Kühlschränke stecken wir alles rein, was wir so brauchen vom Kochen. Die Frage, stelle ich das Ding so hin? Stelle ich das Ding so hin, dann müssen alle in die Küche dackeln. So geht's nicht, dann ist der Zugang blockiert. So sieht scheiße aus. Ach. Machen wir es auch so. Machen da vorne noch ein Regal hin, auf die andere Seite. Okay. Dann stellen wir den Tisch mal rein. Stelle ich das mal hier mitten in die Mitte. Und auch die Stühle. Den ganzen Tisch bewegen. So. Okay. Bewegt Holzstuhl. Na, ich bin gespannt. So, wir haben auf jeden Fall zwei Geschütze, die jetzt hier parat sind. Und die werden auf jeden Fall Ärsche aufreißen. Ich bin mir ganz sicher, wenn die jetzt kommen, wird es hier ganz schnell ganz viel Ärger geben. Und da das Ding jetzt auch fertig ist, müssen sie auf die Strecke laufen. Ist der Zaun zu? Wir gucken mal, ist der Zaun außenrum zu? Ist hier alles sicher? Weiß nicht, ob man drüber laufen kann, aber wir werden es sehen. Die Tür muss geschlossen werden. Und diese auch. Wir sind hier beim Tag der offenen Tür. Okay, so. Ich würde sagen, wir warten nochmal die Ergebnisse der Rufe ab. Nahrung verrottet irgendwann und Kühlschränke hält sie besser. Fit und so, ist klar. Kana repariert Zielscheibe. Nein, Kana, auf keinen Fall reparierst du eine Zielscheibe. Du machst einen Kühlschrank. So. Danach gibt es Dinge wie Forschung, Werkbank. Ich habe so gut gegessen, alles klar. Das hört sich aber schon mal gut an. Eine Deckenlampe. So, Heizung. Haben wir hier drei Stück drin. 34 Grad, 26 Grad. Also ich denke, die haben es schön warm hier drin. 11 Grad, das ist okay. Ich meine, hey. Ja, draußen sitzt 4 Grad, es wird jetzt Winter. Wir haben noch ein Plus hier, auf jeden Fall. Ja, weil es ja Windräder sind, ne? Es sind halt einfach Windräder. So, und jetzt würde ich sagen, wenn wir angekommen sind, wissen, was dahin los ist. Bei der Expedition ist das eine Sache. Die andere Sache ist, wir gehen Fleisch sammeln. Nach seinem Schlaf. Scheiße. Wer kann gut studieren? Die da. Flachkopftier studieren. Beweg großen Holztisch. Okay. Einer muss den Holztisch tragen. Und dann machen wir in der nächsten Runde einfach das große Sammeln. Ich würde sagen, wir sammeln in der nächsten Runde hier hinten mal die ganzen Tiere ein. Das wird die alle mal schlachten und dann in den Kühlschrank räumen, sodass wir auch Essen hätten. Schönes Essen machen können und dann das auch ein bisschen über die Nächte hält.
Ein paar Nächte meine ich damit. Und Gegner kommen jetzt sowieso keine mehr, die haben auch keine Chance, weil wenn die zwei Geschütztürme an sind und wir hier oben stehen mit den Gauss-Gewehren, ist das oder Ray-Guns, da gibt es überhaupt keine Frage, da ist die Sache erledigt. Na klar, kosten die auch Strom, ne? 40 Strom, das ist nicht wenig, aber Wind ist ja eben nun mal meistens immer da und außerdem haben wir 2000 Strom hier im Petto. Das ist schon okay, aber wir müssten auch wieder plündern gehen, damit wir wieder elektronische Teile kriegen, damit wir sie später in der Lötstation auch selbst bauen können. Aber erstmal, naja, ist es jetzt so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es so, ich beende jetzt hier die Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden natürlich auch eine 9. Folge machen und dann passiert vielleicht mehr. Aktuell war es jetzt halt eben ein bisschen Haus fertig bauen, Kühlschrank erstellen, Schlafplätze einrichten, den ganzen Kram machen, was es sein muss. Und ja, bin gespannt, was bei dem seltsamen Ruf bei rauskommt. Heute können wir vielleicht ein bisschen zeitlich vorspulen und mal gucken, was da hinten dran steht. Was haben wir mit der Lagerung? Was gibt's da? Ah, Kühlschrank war das. Und Anbau gibt es hier. Neues Rauchblatt und die Hautborke. Wie schon gesagt, die Hautborke ist eine Art Leder. Geht halt jetzt nur so breit oder so. Das ist natürlich dumm. Vielleicht machen wir die Hautborke hier hin. So. Draka muss jagen. Ken muss jagen, meine ich natürlich. Naja. Gut, also das machen wir einfach in der nächsten Folge, weil bis jetzt Ken ausgeschlafen hat, dann losgelaufen ist. Steve gerade so schön in seinem Hayabubo-Bettchen. Wo ist denn eigentlich die andere schon wieder? Hallo, Mädchen, wo bist du? Ah, die schläft. Oh Gott. Schläft ja auch in diesem Bett, ne? Na gut, wir brauchen Material, dann müssen wir natürlich hier noch alles fertig bauen. Aber das kriegen wir hin. Aha, Expedition abgeschlossen, Rufherkunft. Ich rufe, die Rufe wurden immer lauter, als ich ihren Ursprung erreichte. Und dort starrte mich ausgerechnet ein halb vergrabenes Buch an. Ich wollte danach greifen, doch mit einem sanften Wusch zerfiel es zu Staub. Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich und ich wusste nun über einen besonderen Ort unweit von hier Bescheid. Geh sofort dorthin, komm für die erste zurück, du kannst dir später ansehen. Expedition besonderer Ort freischalten. Klingt verdächtig, vergiss es. Geh sofort dorthin. Und die Auflösung gibt es, wie gesagt, in der nächsten Folge. Danke und ciao, ciao. Sneakers, all the boys wanna picture.